Hey, heute mal kurzes Video mit dem Titel Vorsicht bei alten Netzteilen, weil es ist so, ich habe da den einen Tag mal diesen Lüfter hier betrieben. Diesen kleinen Beamer-Lüfter von der Beamer-Lampe. Und naja, ich habe ihn halt mit diesem 12 Volt Netzteil betrieben. Ich dachte, 12 Volt nehme ich einfach. Moment, muss kurz scharf stellen. Seht, 12 Volt, 500 Milliampere. Tja, ich stecke das Teil rein. Was passiert? Er dreht sich nicht, sondern knistert nur. Plötzlich stand ich in einer kleinen Rauchwolke. Tja, ich dachte mir so, das ist nicht gut. Ich habe es so gemacht, dann habe ich einfach mal das Teil reingesteckt und dann mal geguckt, wie hoch eigentlich die Leerlaufspannung ist. Und jetzt seht euch das mal an. 17 Volt. Und das bei einem Netzteil, das für 12 Volt eigentlich gelabelt ist. Tja, das ist natürlich schön blöd, weil es ist so, das Teil, es ist noch ein altes und zwar mit Transformator und Brückengleichrichter drin. Die Dinger ziehen dauerhaft Strom, wenn sie an der Steckdose hängen und vor allem haben auch einen schlechten Wirkungsgrad. Außerdem gibt es noch moderne also Schaltnetzteile, zum Beispiel vom Handy, kennt ihr diese leichten Dinger und die sind viel besser, weil die haben einen regulierten Spannungsausgang, das heißt, der kann nie höher werden, als auf dem Label draufsteht. Und die können auch, wenn die Leistung oder die Last höher wird, dann können die auch mit der Leistung hochfahren. Die Dinger werden einfach nur noch wärmer. Aber das ist echt blöd. Weil das Problem ist nämlich, dass diese Leerlaufspannung erst runterbricht, wenn sie Last haben. Ich projiziere zum Beispiel eine 21 Watt Glühlampe ran. Was passiert? 12 Volt. Doch ohne Last? 17. Also da müsst ihr wirklich vorsichtig sein, weil dieser Lüfter, das ist kein normaler, sondern der kostet mich jetzt 10 Euro. Jetzt kann ich für 10 Euro einen neuen bestellen. Das ist echt Mist. Nur wegen diesem scheiß Teil hier. Jetzt will ich das Ding auch gleich in den Schrott schmeißen, weil das ist mir aber zu blöd. Das nehme ich nicht nochmal. Also, ich hoffe, ich mal, ich kann euch damit ein bisschen was sagen. Dann, ciao.